Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Ihr habt es euch gewünscht, ich sollte noch einmal auf die Stellungnahme von Erik Sindermann eingehen, als er ein paar Worte über Valentina Doronina geäußert hat. Für mich ein sehr wichtiger Moment, das muss ich ehrlich auch so sagen. Er hat hier nämlich einige Sachen gesagt, die viele, viele denken. Aber wir müssen auch noch mal über Diogo und Alex sprechen, denn wie es aussieht, fängt sich Alex Petrovic jetzt eine dicke, fette Anzeige ein. Das werden wir heute hier alles besprechen. Es ist eine Menge, was wir noch aufzuarbeiten haben, aber ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du nichts mehr von unseren vermeintlichen Trash-Stars verpassen möchtest, ihnen aber nicht folgen möchtest, dann bist du hier herzlich eingeladen in dieser kleinen Trash-Familie. Mit dabei der kleine Katzenreporter Luke. Der ist für euch immer fleißig unterwegs, meine Lieben. Ja, wir fangen zuerst mit dem großen Skandal rund um Alex Petrovic an, denn der war hier wohl ein richtig schlechter Verlierer. Unterstellte Diogo den Konsum von Schnee, anders kann ich sie auf YouTube leider nicht äußern, und hat hiermit ganz klar sich als schlechter Verlierer gezeigt. Klar, man hat natürlich diese Substanzen in jeglicher Form zu verurteilen, aber es ist natürlich trotzdem ein bitterböser Beigeschmack, wenn dieses einfach so unterstellt wird. In meinem Video von heute Morgen ist im Übrigen Shan Kaplan in dieselbe Richtung getaumelt und hat Gigi indirekt auch so etwas unterstellt. Wir werden jetzt mal zu Diogo schalten und ich zeige euch hier mal, wie er mit dem Thema umgeht. Das ist nämlich alles andere als lustig und das kann ich absolut verstehen. Und da bin ich auch in dieser Situation schon im Team Diogo und sage ganz klar, das geht nicht. Ich zeige es euch. Wir gehen einmal rüber und zwar zitieren wir hier von Instagram und hier haben wir schon Diogo macht eine gute Figur als Boxer. Also ich hätte Angst, ja. Ich würde sagen, okay, ich habe verloren. Ich würde gar nicht gegen ihn kämpfen. Aber das sieht so weit schon mal ganz gut aus. Er schreibt, es war mir eine Ehre. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Wer ist der Nächste? Und dann hat er eine Umfrage gemacht, bei der ich natürlich auch mitgemacht habe. Denn hier wurde von einem Zuschauer gefragt, könnte der Nächste nicht vielleicht sogar Jan Kaplan selbst sein? Und Tatsache wurde dieses hier mit 84% bestätigt, dass Diogo gegen Jan Kaplan kämpfen soll. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, die beiden sind in unterschiedlichen Gewichtsklassen, aber grundsätzlich wäre das ein Kampf, den würde ich mir gerne anschauen. Ja, aber gut, ob das wirklich jetzt passiert oder nicht, das kann ich euch auch nicht sagen, aber es wäre, glaube ich, ein sehr unfairer Kampf. Dann hat Diogo das hier gepostet. Also, ich bin Alex keine Rechenschaft schuldig und sage nur zu seinen Ausreden, heul leise, schlechter Verlierer. Aber ich möchte meine Fans zeigen, dass ich noch nie Substanzen genommen habe und auch kein Problem gegen einen Substanztest habe. Das Ergebnis kriegst du bald bei BeReal RTL 2 zu sehen, lieber Alex Petrovic. Und dann zeigt er hier diesen Substanzschnelltest. Wundert euch nicht, warum ich das Wort Substanz sage, das D-Wort darf ich nicht sagen. Daraufhin hat Alex ganz ekelhaft reagiert. Alex hat denn das geteilt in seiner Story und schreibt dazu, lächerlich, so ein Substanzschnelltest kann jeder einfach kaufen und faken. Mach dieses Fass lieber nicht weiter auf, es wird dich nur noch entlarven. Nimm lieber mein Rematch-Herausforderung wie ein Mann an und beweise dann unter dem entsprechenden professionellen Vor- und Nachkontrollen, dass du clean kämpfst. Zitat Ende. Eine ganz ekelhafte Aussage. Dieses Fass hast du geöffnet, Alex. Dieses Fass hast du geöffnet. Dann postet Alex noch hier eine Nachricht rein. Lieber Alex, leider kann ich dir nicht mit meinem richtigen Profil schreiben. Diogo hat beim Kampf am Samstag vorher mit und gemeinsam in der Umkleidekabine Schnee genommen. Lass dir von keinem was anderes sagen. Ich weiß es, weil meine beste Freundin dabei war und danach vor die Tür gegangen ist zum Warten, weil sie mit sowas nichts zu tun haben möchte. Und dann sagt Alex noch dazu, mehrere solcher Nachrichten haben mich erreicht, zwing mich nicht, alles zu posten, also hör auf, dich auf Kampf mit diesen Eigenschnelltests vor meiner Herausforderung zu drücken oder hast du etwas zu verbergen. Und dann schreibt Diogo noch dazu, wie schwach du bist, Alex, wirklich, wenn du gut zahlst, dann gehe ich mit dir persönlich zum Arzt, aber eigentlich hast du gar keine Plattform mehr von mir verdient, so schwach
von dir. Zitat Ende. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, hier diese Nachricht irgendwie mit reinzunehmen, was Alex hier tut, um das als Argument zu nehmen, dass hier jemand eine Straftat gemacht hat, begangen hat, ist für mich wirklich nun das absolute widerlichste Ende, welches Alex hier sich selbst zuzuschreiben hat. Das muss ich einfach wirklich so sagen. Und hier das Statement von Diogo absolut zu Recht, dass das wirklich, wirklich schwach ist, einer anonymen Nachricht eine solche Gewichtung zu geben. Das ist einfach unglaublich. Und dann kommt noch diese Nachricht hier. Diogo postet diese Nachricht. Bitte mach einen offiziellen Substanztest beim Arzt und zeig Alex an, wegen Rufmord, vielleicht hätte er dann endlich die Klappe mit seinen dummen Gelabere. Und Diogo schreibt dazu, es reicht mir, genau das werde ich machen und dann ist die Sache geklärt. Alex, du wirst der erste Mensch sein, den ich anzeige. Und dann postete Diogo noch zu guter Letzt dieses Bild. Hier geht es so ein bisschen um seine Augen und er schreibt, auch hier meine Augen zu sehen. Soweit ich weiß, werden die Pupillen groß, wenn man Schnee nimmt oder liege ich falsch, kenne mich ja nicht aus. Hier meine Augen. Zitat Ende. Ich kenne mich auch nicht aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob die Augen groß, klein oder grün wären. Aber für mich sind das wirklich, wenn man mal so ganz nah rangeht, völlig normale Pupillen, oder? Also, aber auch ich bin hier wirklich substanzfrei. Bin ich nicht im Thema drin. Ich bin absolut gegen Substanzen, habe mich da schon immer klar gegen zu geäußert und habe damit auch tatsächlich keine Erfahrung. Ich weiß es einfach nicht. Und meine größte Substanz ist Schokolade. Ja, das ist das, was mir zum Verhängnis wird. Aber alles andere, da kann ich zum Glück nicht mitreden. Aber hier scheint Diogo ein deutliches Statement zu setzen, meine Lieben. Ja, finde ich persönlich von Alex Petrovic auch alles andere als lustig. Ganz im Gegenteil, ich finde es widerlich, verantwortungslos so eine Unterstellung öffentlich zu machen. Dann, mein lieber Alex, zeigt die Eier und geht dagegen auch richtig vor und macht das nicht so mit anonymen Nachrichten, finde ich nicht korrekt. Dann haben wir jetzt aber, wie versprochen, ein anderes Thema, auch noch aus dem Bereich Famefighting. Ihr merkt das, ich versuche die Famefighting-Schlagzeilen immer in einem Video zu komprimieren, damit ihr halt nicht 4 Videos nur übers Famefighting habt, weil es ja hier nicht alle auf meinem Kanal interessiert. Ich versuche das ein bisschen auszubalancieren, deswegen ja heute auch nachmittags das Oliver Pocher Video und ich zeige euch jetzt mal einen Ausschnitt, den ich sehr, sehr wichtig finde, weil hier geht es nochmal um Valentina Doronina und man möchte von Erik Sindermann halten, was man möchte, ja, ich bin kein Erik Sindermann Fan, aber er sagt hier etwas und nutzt die Präsenz der Stunde, um sich hier gegen Valentina zu äußern mit einer, wie ich finde, absolut gerechtfertigten Aussage, die den Raum gehört und natürlich auch einen Platz in Dennis Thrash Highlights verdient. Und es tut mir fast schon leid, dass ich diese jetzt erst aufgreife. Aber wir hören mal rein, was Erik Sindermann zu Valentina zu sagen hat. Also, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, für mich ist Reality ein Game, ein Spiel. Und sobald dieses Spiel anfängt, kann man sich hassen, beleidigen und alles. Aber nachdem es zu Ende ist, sollte man wieder Freunde sein. Und dementsprechend setze ich mich ganz klar gegen Leute wie Valentina zum Beispiel ein. Die einfach nur hierher kommt und Stress macht, egal in welcher Show. Und genau solche Leute sollten irgendwann ausgeschlossen werden, meine Meinung. Okay, Erik, wir schließen hier niemanden aus, das sei an der Stelle erwähnt. Wir schließen niemanden aus, dennoch Respekt auch an deine Leistung und nochmal einen herzlichen Glückwunsch an deinen Sieg. Eine Sache wollte ich noch sagen und ganz großes Lob an Famefighting, an Eugen, an Bild-Zeitung. Ich hoffe, wir werden bald wieder Freunde. Ihr habt es gehört, was Erik Sindermann hier ganz klar gesagt hat. Er ist dafür, dass Valentina ausgeschlossen werden soll. Jetzt muss man das so ein bisschen relativieren. Generell sollte kein Mensch ausgeschlossen werden. Das ist natürlich nicht korrekt. Jeder Mensch hat eine Daseinsberechtigung. Da sind wir wirklich uns hier hoffentlich alle einig. Aber was ich daraus ziehen möchte, ist, dass jemand wie Valentina eine öffentliche Plattform nicht haben sollte, weil sie wirklich in vielen, vielen Punkten einfach eine absolut falsche Vorbildfunktion ist und vielen jungen Zuschauern ein Leben vorlebt, welches so einfach nicht funktioniert. Und sie übermittelt, und das ist noch mein letzter Satz dazu, absolut falsche Werte den jungen
auch den älteren Zuschauern, aber für die jüngeren Zuschauer, sie sind mehr empfänglich, ja. Und das ist ein ganz großer, starker Moment von Erik Sindermann gewesen, aus meiner Sicht, der hier wirklich diese Bühne im wahrsten Sinne des Wortes, seinen Sieg, seine Bühne genutzt hat, um etwas zu sagen, was natürlich ein Beef anfeuert, ja, aber trotzdem etwas sagt, was ihm in dem Moment, glaube ich, wirklich wichtig war. Und er selber hier diesen ganzen Trash-Bereich zwar auch ein bisschen, wie ich finde, relativiert und gut heißt, aber auch sagt, irgendwo ist auch bei Trash eine Grenze. Und diese Grenze zeigt offenbar aktuell ihm Valentina auf, dass sie einfach zu viel ist. Und ja, es stimmt, natürlich eine Valentina, die polarisiert, das ist natürlich etwas, was immer auf diese Trash-Gemeinde negativ zurückfällt. Und hier aus meiner Sicht starke Worte von Erik Sindermann, meine Lieben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie steht ihr zu dem Statement von Erik Sindermann zu Valentina Duronina? Was sagt ihr zu Diogo und Alex? Was sind da eure Gefühle? Seid ihr da auch mehr Team Diogo und sagt ganz klar, nee, also das, was Alex da macht, geht gar nicht? Und seid ihr hier auch Team Erik und sagt, ihr findet das gut, dass Erik das geäußert hat? Oder findet ihr, dass das gar nicht geht und man das nicht sagt, dass man einem Menschen ausschließen sollte? Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Bleibt bitte höflich und freundlich in den Kommentaren. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch noch einen hervorragenden restlichen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Morgen früh um 8 zum ersten Kaffee mit einer Sommerhaus der Stars Zusammenfassung. Geht heute Abend weiter. Also, wir werden uns morgen in alter Manier wiedersehen. Macht's gut, tschüss.